Die Welthandelsorganisation hat die befristete Aufhebung der Patente auf Covid-19-Impfstoffe beschlossen. Nach 5 Tagen zähen Ringens haben sich die 164 Mitglieder der WTO auf eine Reihe von Abkommen geeinigt. Mit der Aussetzung der geistigen Eigentumsrechte sollen Unternehmen in armen Ländern in der Lage sein, Impfstoffe gegen Covid-19 zu produzieren. Die Unternehmen können somit die Verfahren nutzen, die etablierte Impfstoffproduzenten anwenden. Damit soll die Herstellung von Impfstoffen ausgeweitet werden. Später soll die WTO entscheiden, ob auch Patente auf Arzneien und Diagnostika in der Corona-Pandemie ausgesetzt werden.